wir sozialen Zusammenhalt und wirklich gleichberechtigte Partizipation von Menschen mit einer Migrationsgeschichte wollen, müssen wir an ganz, ganz viele Baustellen ran. Gerade jetzt im Rahmen der Energiekrise wird einfach deutlich, wie schwierig es ist, für Menschen derzeit sich eine gute Ernährung auch leisten zu können. Die digitale Transformation auch mitzudenken, wenn es darum geht, Demokratie und Teilhabe zu stärken in der Stadt. Wir hier in Berlin sind absolut vielfältig. Es gibt hier sehr, sehr viel Wissenschaft, es gibt sehr viele Initiativen, es gibt eine sehr kluge Berufspraxis. Es ist eine sehr gute Idee, die hier umgesetzt wird, dass der Dialog zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Sphären angestoßen wird. Und so löst man eigentlich auch Probleme. Ich finde es wunderbar, dass über die Sektoren hinweg die besten Köpfe der Stadt zusammenkommen, um an globalen Herausforderungen, gesellschaftlichen Herausforderungen zu arbeiten. Also ich fand es eigentlich überraschend, dass es doch sehr viel Einigkeit gab, gerade in der Diagnose, also dass es diese Herausforderungen gibt, dass die objektiv auch einen steigenden Problemdruck mit sich bringen, dem sich die Gesellschaft stellen muss, also dem man nicht auch ausweichen kann. Nicht? Die Klimakatastrophe ist sehr real. Ich habe noch mal sehr mitgenommen die Notwendigkeit, dass wir die soziale Dimension von Ernährung immer sehr stark mit betrachten müssen. Da merkt man einfach, dass man immer wieder mal Gefahr läuft, nur den eigenen Teller zu sehen und nicht über den Tellerrand zu schauen. Dazu sind diese Foren super, dass man sich austauscht und genau auf diesen Punkt kommt, dass man ja eigentlich an ganz ähnlichen Fragen sitzt. Nur, dass wir das halt aus der Warte der Wissenschaft machen und die anderen aus der Warte der Praxis und dass das eigentlich total produktiv ist, wenn das zusammenkommt. Was ich mit Freude gehört habe, war auch aus der Wissenschaft heraus das klare Interesse, nicht nur sozialen Zusammenhalt zu erforschen, sondern auch sich einzumischen und gesellschaftliche Relevanz zu haben. Und es geht am Ende auch bei einer Wissenschaft darum, sich rein ins Handgemenge zu begeben und sozialen Zusammenhalt zu erforschen, aber womöglich auch zu erforschen, unter welchen Bedingungen er am besten erkämpft werden kann.